komm. Da muss aber wirklich sauschnell sein. Ich sehe schon gleich mein erster Tod hier. Oha, die tauchen einfach wieder auf. Was zur Hölle? Das ist ja fies. Was ist das? Das sieht verdächtig aus. Wow! Okay, gibt es sehr viele Wege. Ich glaube, ich gucke erstmal hier oben, ne? Du hast ein Herzchenkugel aufgesammelt. Finde drei weitere, um deine Herzchenanzahl zu erhöhen. Okay, Disney. Aua, trotzdem erwischt mich eins, das ist ja gemein. Hier drin, ich habe ihn gefunden. Daniel, wie heißt du? Es wird alles gut, wir sind hier, um dich zu retten. Was machen sie da unten? Ist vielleicht was passiert? Vielleicht sind sie auf den Eisendrachen gestoßen. Möge Gott ihrer Seele gnädig sein. Sag doch sowas nicht. Sam wird es schaffen, ganz bestimmt. Außerdem ist der alte Rauschebart bei ihr. Wir haben es geschafft, los! Wie ist das Kind so weit gekommen? Ihr habt mich gerettet. Danke. Tada! Sam, du bist in Ordnung. Was ist da unten passiert? Großauge ist wie der Blitz weggerannt. Willst du mit mir spielen? Wir haben jetzt Tomatencremesuppe und Spaghetti Bolognese bestellt. Oh, geil. Okay, das war's für heute. Das Abendessen ist fertig. Wo steckt dieser Junge? Kann sogar spulen, das ist cool. Das war die Glocke. Machen wir Schluss, Leute. Für heute ist die Arbeit erledigt. Endlich fertig. Ich bin echt neidisch auf John.
Ja, was ist das, was unter der Schule ist? Nicht viel gefährlicher als die Mine. Bibi. Ich glaube, mein Vater... Ich habe sie auch gesehen. Die Welt über der Erde. Echt? Welcher William? Welche Welt über der Erde? Davon habe ich nichts gehört. Ja, ist klar, blöde Kackbratze. Hat es dir in der Schule Spaß gemacht, kleines Sam? Nee, war scheiße. Daniel hat mir von seinem Papa William erzählt. Der hat immer behauptet, dass er die Welt an der Oberfläche gesehen hat. Kennst du William, John? Aber keiner hat ihm geglaubt. Alle nannten ihn einen Phantasten. Und dann ist er einfach puff verschwunden. Hans sagt, dass Menschen, die lügen, zu Sharon geschickt werden. Hast du schon mal von Sharon gehört, John? Hey, John. Denkst du, dass ich eine Phantastin bin? Ich habe die Welt an der Oberfläche wirklich gesehen. Sie ist blau und grün und riesig. Sie ist riesig, John. Frau Wahr hat gesagt, dass morgen Tag der offenen Tür in der Schule ist. Du musst auch morgen kommen. Nein, das wird ja lustig. Frau Wahr, ja, die ist auf jeden Fall... wird ihrem Namen gerecht. Du solltest Sam danken, weißt du? Ja, ohne sie wäre es dir wie dein Vater ergangen. Alter, dieses eine Kind links, ne? Das stalkt uns die ganze Zeit. Hey, sag sowas nicht. Schon okay, das bin ich gewöhnt. Oh nein. Die eine stalkt uns und belauscht uns. Daniel! Steh nicht so rum, mach schon. Sam, wie gestern, als du und dein Vater, als ihr mich gerettet habt. John ist nicht mein Vater, er ist einfach nur John. Oha. Das hat mich jetzt verletzt. Sie sieht uns nicht als Daddy. Oh ja, stimmt, tut mir leid. Du meine Güte, so wird das nie was. Was Große Auge sagen möchte, ist, dass er für eure Hilfe gestern dankbar ist. Unsere neue Englischlehrerin heißt Frau Geburt und wir sollen sie begrüßen mit dem Satz Good Morning, Miss Geburt. Oh mein Gott. Puh. Critical Hit. Oh, das ist alles nur wegen der Lüge meines Vaters. Dein Vater hat nicht gelogen, die Welt über uns. Das reicht. Du musst mir versprechen, nichts davon in der Schule zu erzählen. Wenn die Schulleiterin davon erfährt, dreht sie durch. Dann mal los, es wird dir auch nicht gefallen, wenn wir zu spät kommen. John, ich gehe zur Schule. John, es ist Zeit für die Schule. Aber ich gehe doch nicht in die Schule. Was soll denn das jetzt hier? Bin gespannt, in was für eine Richtung die Story gehen wird. Ich habe gehört, was gestern passiert ist. Du bewegst dich auf dünnem Eis. Ich behalte dich im Auge. Ja, ich hau dir gleich auf dem Auge. Was hat sich die Schulleiterin nur gedacht?
Ein solches Kind in der Schule aufzunehmen. Oh, ey, ihr seid ja alle so beschissen, weißt du? Die sind ja alle so. Ja, der Vater der kleinen Sammy kommt mit in die Schule. Die lernen begierig. Ja, ja, was für ein gutes Kind. Na, immerhin einer. Ich hab Hunger. Mal sehen, was Park heute zu essen dabei hat. Davon hole ich mir dann später was. Okay. Ziehst du ihn ab oder was? Ich hab Feng auf dem Weg zur Schule gesehen. Ich habe bei der Sache ein ganz mieses Gefühl. Wahrscheinlich hat er sich wieder einen Streich für mich ausgedacht. Ah, super. Aufnahme läuft, danke. Das, Frau Wahr. Der Unterricht fängt gleich an. Bist du bereit? Jo. Wir verbergen uns unter der Erde. Über uns ist nichts als der Tod. Das ist eine Lüge. Oha, die heißt Frau Wahr und lügt. Stefan, danke für deinen Resub im 26. Monat. Vielen, vielen Dank. Arigato. Wer die verbotenen Lande betritt, wird einen Weg zur Welt nach oben öffnen und bringt Unheil über die Schmortopfinsel. Frau Wahr, Frau Wahr. Was ist denn, Grandis? Wenn es da oben so schrecklich ist, warum wollen die Leute trotzdem hoch? Weil nun... Weil der Himmel dort oben blau ist. Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Sam, du sollst nicht... Du lügst! Kannst du das beweisen? Ich habe es mit eigenen Augen, aber natürlich, richtig, du bist also eine Fantastin. Haha! Nein, bin ich nicht. Es stimmt, ich habe es wirklich gesehen. Was soll ich sagen? Noch eine Lüge. Fantastin, Fantastin. Ich bin keine Fantastin, bin ich nicht. Oh boy. Direktorin Tacoma. Sam! Raus mit dir! Du verlässt sofort das Klassenzimmer! Warte, die hat einen Bart? Ich bin keine Fantastin. Bin ich nicht. Das stimmt, du hast nicht gelogen. Aber ich... Zeig's ihnen, beweise es ihnen. Aber wie soll das gehen? Die verbotenen Lande. Warum ist sie eigentlich auch rot? Nein, bleib hier! Aus mit dir! Wo ist sie? Aisa steckt in Schwierigkeiten. Sie hat es nicht anders gewollt. Keiner legt sich mit mir an und kommt damit auch noch durch. Boah, ey. Machtmissbrauch. Kack. Göre. Die Lehrer und so haben ja auch alle irgendwie einen Schaden. Schnell, Sam ist auf dem Weg in die verbotenen Lande. Du musst zur Mine. Ich schaffe es nicht schnell genug. Also mir wäre es lieb, dann kommen wir aus diesem Drecksloch raus. Das ist ein falscher Weg. Sie ist einfach in die verbotene Lande gerannt. Wir sollten es John sagen. Warum denn, Bruder? Die Kleine kommt nicht zurück. Und solange wir die Klappe halten, weiß es niemand. Oh, du bist so ein Arschloch.
What the fuck? Es ist ein kleines Mädchen, was jetzt gerade da rausgerannt ist und so, ja, wir sagen das jetzt nicht. Oh, hallo, John. John, ich meine John, mein Bester. Oh, du bist so eine heuchlerische Drecksau. Sam ist in die verbotenen Lande gerannt. Das ist sie, sie wird dort umkommen. Ich wollte gerade alle überzeugen, sie zu retten. Oh, boah, das ist ein blöder Wichskopf. Wirklich? Er wollte es allen sagen, ist klar. Wer war das? Wer hat die verbotenen Lande betreten? Oh, das ist nicht gut. Der Bürgermeister weiß Bescheid. Ich werde diejenigen finden und sie werden dafür büßen. Such sie schnell, John. Keine Sorge, ich werde dem Bürgermeister nichts verraten. Na, er aber. Er wird mich verpetzen. Pilze! Oha, meine Bomben richten nichts aus. Diese Pilze, ich liebe diese Pilze. Mm. Ey, das klingt wirklich wie so ein Super Saiyajin. Kami, Hami! Ach, das ist dieser Aufzug. Ich habe mich gewundert, was das ist. Kamehame-Pfanne. You think I can handle this? Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Erstmal Key of Land. Yes. Okay, das bringt nichts. Okay. Also ich komme nirgends so durch. Mach das, Stefan. Bis gleich. Kann ich einfach die Tür aufspringen? Nö. Darauf kann ich auch nicht. Hä? Und wenn wir jetzt da reingehen, dann gehen wir da runter, ne? Aber das würden wir wahrscheinlich auch nichts bringen. Muss ich hier vielleicht erst noch was aktivieren? Ah, die Kabel führen nicht nach oben, oder?
Die Schwibbelschwabbel sind wieder da. Bei dir geht's ja nicht weiter. Ja, Genojourn, ich werde nichts sagen. Ja, ja, klar. Was habe ich denn jetzt da oben übersehen? Boah, ich schwitze gerade. Da komme ich ja nicht rüber. Nee. Ich habe keine Lederjacke an. Wie komme ich denn darüber? Ich weiß gerade nicht, wo ich weiterkomme. Hier gibt's keinen Weg. Also keinen, den ich sehe. Und ich sehe auch keinen Hebel. An der Tür kann ich nichts drücken. Kann ich die Bombe rüber? Warte. Oh, wow. Okay, gut. Oh, mein Gott. Ja. Eigentlich ist so der logischste Gedanke, dass du nicht auf eine Bombe raufschlägst. Das ist so eigentlich so diese Sicherheit, die in meinem Kopf gerade war, dass man das nicht tun sollte. Aber das Spiel will das so. Okay. Naja. Immer feste drauf. Ih, was ist das denn? Das sieht ja widerwärtig aus. Ab zum Arenaleiter. Ich hab's einen Schatz, wo ist der Schatz?
hat da drüben gepiept. Wie das Küken. Oh no! Und das kleine Küken piept. Ach so. Weiß ja gar nicht, was ihr habt. So ein wunderschönes Lied. Was habe ich da eingesammelt? Earthborn Manga erhalten. Oh, cool. Kann ich den lesen? Für Kinder gemacht, aber von allen geliebt. Zu, ne? Ja, müssen wir erst irgendwie öffnen. Das sieht aus wie ein altes Einkaufszentrum. Kartoffel, ja, Kartoffel. Was ist denn hier los? Pizza. Schlüssel, yeah. Für was auch immer. Ab nach Schlüsseldorf. Ja. So, Hölle, ist ja ekelhaft.
Hier gibt's einen Schatz. Dein Schatz. Wo ist der? Oh, eine geheime Tür. Ey, gut, dass ich dieses Gerät gekauft habe. Das hätte ich niemals gefunden. Gut, dann gucken wir erstmal in die Tür hier. Oh, da geht's auch noch weiter. Oh mein Gott, SeaWorld! Wobei, das ist Luft. Ah. Hier, nimm das. Haha. Fuck. Nein, es ist so. Ich wollte noch weiter gucken. Oh, was? Greifen die mich hier auch noch mit solchen Scheiß-Leveln an. Das ist ja gemein. Bis dann, denn Dick.
Butze. Helle bin ich. Da gibt es eine Leiter. Oh fuck, was passiert hier gerade? Alles klar, okay, mach das. Das klang nicht so gut. Sie hatte recht. Boah, das war mies getimt. Sag mal, du Kackvieh. Aber sieht schon sehr interessant aus. Einfach krass. Hey. Hier gibt es so viele Wege, das ist echt krass. Ich habe da drin jetzt auch ein paar Wege verpasst, weil die Tür jetzt zu war. Ich hätte vielleicht nochmal zurückgehen können, aber ja. Es hat aber schon Spaß mit der Bratpfanne, die hier alle zu schlagen. Und wir sind wieder drin. Fuck! Was ist das denn hier? Thank you.
Da geht's nach unten. Macht Spaß mit der Pfanne, nicht? Ja, ich teste es an dir aus. Kein Problem. Ich bohre noch ein paar Nägel rein. Den Spaß ist, wenn man trotzdem lacht. Anscheinend habe ich ja Gewitter. Okay. Ja, es war auch gerade ein bisschen lauter. So, Köchel, eine Kartoffel und Pilze. Und ein Pfefferkorn und noch eine Kartoffel. Ja, easy. Oh, ich kann Sachen kaufen. Energy Drink. Munitionsvorrat. What? Ein Bombenvorrat. Bin ich Bombe? Mein Rucksack ist voll. Was? Wie, mein Rucksack ist voll? Was hast du denn bitte für einen Rucksack?